Wir sehen hier das Samsung SGH F700, besser bekannt als das Q-Ball. Es hat ein 3,2 Zoll Touchscreen. Und hier vorne sehen wir auch schon die VGA-Kamera für die Videotelefonie. Auf der Rückseite befindet sich die 3-Megapixel-Kamera. Hier oben kann man das Netzteil oder das USB-Kabel anschließen und gleich daneben auch die Kopfhörer. An dieser Seite gibt es eine sogenannte Tastensperre für den Touchscreen, falls man ihn mal nicht benötigt, also in die Tasche stecken möchte oder ähnliches. Hier sind zwei Auswahlknöpfe und der Auslöser für die Kamera. Über diesen Knopf kommt man zur Schnellauswahl und kann sich hierfür zum Beispiel das Nachrichtenmenü oder den MP3-Player oder das Internet entscheiden. Und in der Mitte kommt man direkt zum Hauptmenü. Jeder Druck wird über eine Vibration bestätigt. Das ist das sogenannte Vibe Tones. Und wenn man hier sieht, wenn man rüberfährt, dann folgen einem virtuelle Balken und da, wo sie sich kreuzen, diese Funktion würde er dann sozusagen ausführen. Allerdings ist es schwer, einfach nur über die einzelnen Menüpunkte zu gleiten, weil er die oft dann auswählen möchte sofort. Und deswegen machen wir das über die Querztastatur mit diesen Pfeiltasten. Hier unten rechts sieht man die Einstellungen. Daneben befindet sich der Alarm, die Anwendung. Google ist auch vorinstalliert. Die Kamera, der Kalender, die eigenen Dateien. Das Nachrichtenmenü, das Internet, der MP3-Player, das Telefonbuch und die Anrufliste. Das Q-Ball liegt sehr gut in der Hand, es ist aber relativ schwer mit 140 Gramm. Und um die Tasten ein bisschen zu testen, werde ich mal eine Probe-SMS schreiben. Und dies werde ich auch natürlich dann mit der Querztastatur machen. So, jetzt tippe ich mal die SMS. Also man sieht schon, dass die Tasten zwar klein sind, aber auch weit auseinander und sie lassen sich wirklich gut drücken. Von der Seite sieht man, dass sie nicht, sie sind nicht hervorgehoben, aber trotzdem ist zwischen ihnen ein kleiner Abstand, so dass man sie gut treffen kann.